Also ich heiße Preisler Johannes, bin in Stuckerau, ABM und werde mir kurz das Fahrzeug erklären, was wir da alles mitführen, wie was wir jetzt brauchen können. Fahren wir mal kurz an, da haben wir ein Bindermittel, habe ich da hergekriegt. Das ist, wenn Fahrzeuge mit einem Motorschaden stehen und hat man das Öl binden können. Das muss immer ausreichend mitgeführt sein. Dann haben wir die Verkehrshütte zum Absichern, wenn Fahrzeuge stehen am Bahnstreifen, was kein Bahnenträger oder was aufgestellt haben, dass wir das ein bisschen absichern, dass der sicher stehen kann. Feuerlöscher haben wir zwei Stück mit, Fahrzeugbrand, Motorbrand, dass wir da gleich vor Ort das machen können, erledigen können. So, weiter zum Fahrzeug. Fahrzeug hat Werkzeug mit, Kompressor haben wir mit für kleinere Arbeiten, Verlängerungskabel da, Schlauch für den Kompressor, dass wir so kleine Arbeiten erledigen können auf der Strecke draußen. Mit haben wir ein Notstromaggregat, das eingebaut in Fahrzeug, dass wir mit der Trennscheibe so Rohre oder was abschneiden können. So, dass wir weitergehen ins Fahrzeug. Da haben wir mit alles für Werkzeug, angefangen von Zangensatz, dann haben wir da Schraubenziehersätze. Also wir haben jedes Werkzeug mit, Trennscheiben, Akkutrennscheiben, Akkuschrauber, dass wir arbeiten draußen jederzeit erledigen können. Dann haben wir mit da schön für Befestigungen, für Tafeln und so Sachen, wenn einmal schön runtergegangen ist, dass wir die wieder montieren können. Das sollte man immer gleich erledigen, wenn man draußen ist. Große schön, kleine schön. Einzelne Sprays, Schmiersprays für die Tore, dass wir schmieren können, wenn es nicht gleich zugängen draußen auf der Strecke. Markierspray haben wir mit. Wenn ein Unfall war, dass wir das markiert, dass wir das aufgenommen haben. Und ja, das Gurte haben wir mit. Da haben wir Leitpflöcke, falls die Leitpflöcke umgeführt worden sind, dass wir es gleich austauschen können. Leiter, Betonreparaturen, Werkzeuge, Besen, Schaufeln, wenn ein Unfall war, dass man die Sachen entfernen kann. Also das Prozess mit einem Unfall ist, dass man die Schmutz aus WK räumen tut, zusammenkehren tut. Ja, an und für sich bin ich da ziemlich durch. Wie gesagt, ist immer alles dabei, dass man jederzeit vor Ort alles erledigen kann.